Seid mir gegrüßt zum neuen Video. Heute soll es mal wieder ein bisschen um Ilka-Technik gehen, um Wandertechnik. Und zwar war ich da in Oberschwaben dazu. Der Alfons hat mich angeschrieben, hat mir ein paar Videos auch geschickt. Der hat sich einen Imkerkranz selber gebaut. Und ihr wisst ja, das ist ein Thema, wo mich schon lange verfolgt. Ein bisschen, wo ich aber auch sage, diese großen Imkerkräne, die es zu kaufen gibt, die einfach fest auf dem Anhänger montiert sind, das ist nicht so ganz das, was ich mir vorstelle, weil ich brauche was Flexibles. Ich will den hauptsächlich nutzen, nicht zum Wandern, zum Bienenverladen, sondern eher für das Thema Bienenfluchten einlegen, für das Thema vielleicht auch mal Schwarmkontrolle. Also für solche Themen, da will ich einfach ein kleineres, flexibleres Modell. Da habe ich schon, ja, ich glaube schon ein paar Jahre, denke ich, daran rum. Und da hat es wie es Faust aufs Auge gepasst, wo Alfons geschrieben hat, hey, guck mal, ich habe mir hier was gebaut. Wenn du Bock hast, komm schon bei, schau es dir an. Habe ich die Zeit genommen? Habe ich mir die Zeit genommen, bin nach Oberschwaben gefahren, habe da Mittag verbracht mit ihm, super interessante Gespräche gehabt, viel gelernt. Und dabei ist auch dieses Video entstanden, das ihr jetzt praktisch im Folgenden seht. Was man natürlich, was wir so ein bisschen noch als Weiterentwicklung oder als Verfeinerung gerne hätten oder was wir vielleicht auch zusammen mit euch, ne, da ist es ja immer schön, wenn man so eine Community hat, kamen ja schon viele Anregungen und Tipps auch von euch und vielleicht auch diesmal. Wir haben ja immer bei so einem Imkerkran das Problem, dass der Mast gerade stehen muss, ne, weil sonst ist es ja total schwierig, das zu machen. Und da war unsere spontane Idee einfach an dem Nachmittag, das vielleicht zu lösen mit zwei Linearantrieben und dem Neigungssensor und der eigentlich dann immer fortwährend einfach nachstellt. Ja, dazu braucht man wahrscheinlich so einen kleinen Mikrocontroller, ein Arduino, ein kleines Programm, der sagt hier, wenn Winkel nicht gleich das und das, dann ein bisschen Strom auf den Linearantrieb. Vielleicht ist da einer dabei, der da was unterstützend machen kann. Also gerne eine Info an uns. Und das Zweite, was noch ganz cool wäre, wenn wir den Arm bremsen würden. Also diese gekauften Modelle, die haben ja eine Bremse in der Drehbewegung. Da eine schöne Lösung. Haben auch schon zusammen, oder vor allem der Alfons, jetzt die ein oder andere Überlegung gehabt, dass man vielleicht mit einer Scheibenbremse vom Fahrrad, mit dem Magnet oder wie auch immer, verschiedene Lösungen. Vielleicht hat er auch eine Lösung, sodass wir dieses Projekt praktisch perfektionieren oder noch in den Punkten einfach autonomer machen. Weil ich muss sagen, ich fand es so cool, was Alfons sich gebaut hat, ne, von der Qualität und der Funktionsweise. Und wenn wir noch diese zwei Kleinigkeiten vielleicht lösen, dann hätten wir so, sagen wir mal, ein Open-Source-Projekt, wo jeder sich nachbauen kann, wo es um gekauften Kran in nichts nachsteht, wo sogar noch aufgrund der Kompaktheit sicherlich den einen oder anderen Vorteil hat und andere Einsatzzwecke zulässt. Also da wäre es auf jeden Fall cool, wenn ihr euch da einbringen könnt, der da Lust dazu hat. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei den Aufnahmen, die ich eben an dem Nachmittag dort gemacht habe. Habe mich da ganz nett unterhalten. Wie gesagt, ich war drei, vier Stunden war ich da. Super interessant. Schöne Sache. Und nochmal vielen Dank nach Oberschwab. Ja, unten in der Videobeschreibung findet ihr Kontaktdaten. Wer sowas selber nachbauen will, wenn es Fragen dazu gibt, ne, gerne melden. Und ansonsten könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Meinung dazu ist, ob das für euch interessant ist. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den Aufnahmen. Ja, heute bin ich beim Alfons, ne, hier in Aulendorf. Und der Alfons, ihr habt es vielleicht schon gesehen, vielleicht schneide ich es auch im Nachgang noch rein, ja, hier diesen coolen Kran hinter uns gebaut. Und das ist ja auch was mich
schon Jahre interessiert. Und ich finde hier halt so eine, er hat mich angeschrieben und dann bin ich nach Allendorf gefahren. Ich habe mir Sorgen gemacht wegen seinem Kreuz. Genau. Ich habe gesagt, Carlo, du brauchst so einen Kran. Und auf jeden Fall habe ich den angeguckt und für gut befunden. Danke. Nein, also ich denke, bei mir wird es ein Winterprojekt sein. Und weil der Alfons so ein cooler Typ ist, haben wir gedacht, wir stellen euch den auch vor. Ja, ne? Ja. Jetzt weiß ich auch nicht, wie machen wir es? Erzähl doch du mal was. Genau. Bei dem Kran, der hat 3 Meter, also 2x1,50, da war mir wichtig, dass der hier quer aufs Auto kommt. Und vor allem war mir wichtig, dass der innerhalb von 10 Minuten auf- und abgebaut werden kann. Du warst dabei, kannst bestätigen. Es geht auch schneller wie 10 Minuten. Ja, ja, ne, 10 Minuten, 15 Minuten muss man schon rechnen. Und dann kann ich den Kran hier nur 1/2 Meter höher setzen. Und das alles eigene Konstruktion, beziehungsweise aus YouTube-Videos von anderen abguckt. Da gibt es einen Amerikaner, der das Prinzip so gebaut hat. Und dann kann man hier das Niveau einstellen. Und da sind wir 2 Grad am Tüfteln, wie wir das auch automatisch machen können. Ja, und da haben wir Achim, du schaust ja das Video bestimmt auch, mit der Arduino-Programmierung, da hätten wir gerne hier 2 Linearantriebe und ein kleines Programm mit dem Neigungssensor, dass der sich immer automatisch ausgleicht. Ja. Ne? Also da kannst du dich ja gerne mal einbringen. Weil das ist halt doch eine Arbeit, wenn man da Hanne so rumschaffen muss. Ja, und wichtig ist ja, dass er immer gerade steht, ne? Weil wir haben es ja gesehen, sobald er schräg steht, oder läuft er halt aus dem Ruder. Ne? Ja. Ja. Also da brauchen wir den Achim noch für die Programmierung. Ja, gut. Und dann haben wir das doch hier gut beisammen. Ne? Aber unabhängig davon, ich habe den mehrmals getestet und es funktioniert gut. Also wichtig ist halt, dass man den einigermaßen ins Niveau stellen kann. Und wenn er dann mal unter Last ist, geht er sowieso wieder ein bisschen nach. Aber ansonsten ist das totale Arbeitserleichterung. Ne? Ja, doch, doch. Ja. Vor allem, das ist ja mein Alltagsauto und da muss das Ding schnell runter und wieder rauf. Das ist das war mir ganz wichtig. Also und das macht die Sache ja auch total einmalig, ne? Weil zum Kaufen findest du ja so eine Lösung nicht. Also ich wüsste nicht, wo du so zack, zack, 10 Minuten aufbaust. Hier, bei mir. Ja. Also die Daten schreiben wir uns in die Videobeschreibung, wer da irgendwie Infos hat oder so, ne? Ne, das war gar nicht Spaß. Also ich habe ein anderes Geschäft. Vielleicht baue ich mal einer, aber ist so oder so. Ja, vielleicht noch was zum Motor hier, oder wie das gelöst hast? Ja, das ist eine ganz normale Winde. Dragon Winch ist bekannt in der Szene für so Offroad-Geräte und so. Ich glaube, das ist Dragon Winch 3500, der Typ. Und es funktioniert normalerweise recht gut, aber im Moment ist da irgendwo ein Wackelkontakt oder ist die Batterie da drin. Ja. Irgendwas ist gerade, aber im Prinzip, ich schaffe ja schon länger mit der Winde und das funktioniert eigentlich gut. Ja. Und dann. Also, ich finde es super interessant. Wichtig ist, das Ding sitzt hier auf dem Auto. Man hat das speziell für das Auto gemacht, aber das Prinzip kann man eigentlich überall drauf bauen. Das sind ja nur mehrere Vierkantrohre, die ineinander gesteckt sind. Und man kann das auch mit einem viel längeren Rohr machen und das auf den Anhänger drauf machen. Und ich habe hier noch einen Raupenstapler, da kann ich das auch auf den Raupenstapler draufsetzen mit einem längeren Rohr. Und das ist halt so Spielerei von mir. Und hier müssen wir auch noch sagen, zum Ausschieben? Ja klar, den kann ich hier 1/2 Meter höher setzen. Das hier schon befestigt, ich kann es gar nicht machen. Ja. Ja. Weil das ist hier viel zu niedrig, um zu arbeiten. Der muss noch mindestens 1/2 Meter höher. Mehr wäre eventuell noch besser. Aber das ist natürlich. Ich wollte natürlich nicht mit 1,20 Meter oder mit 1,50 Meter über dem Auto rumfahren. Das ist doch riskant. Ja. Nö, so ist das ja. Ja, nö. Es funktioniert gut. Also ich kann bei 4 Honigräume kann ich gut die Bienenflucht runter machen. Ja. Also ausprobiert. Und du tust immer einzelne Bienenvölker mit dem heben oder auch zwei? Zwei. Ja, ja. Mhm. Und da haben wir da die Gabel, haben wir vorne nur Verlängerung dran. Das ist dann passen gut. Ja. Ja. Und zum Alltagsbetrieb brauche ich die Verlängerung jetzt. Ja, wie es mit 4 wäre, weiß ich. Jawohl.
Aber das war jetzt, was? Das haben wir schon gesagt, gell? Mit 3 Meter hast du gesagt, dass die Ausladung. Ja, genau, das sind jetzt hier 3 Meter, also 2x1,50. Kann man sicher auch länger machen. Das, ja, ich habe mich vorher dran gehängt, gell? Das hast du nicht gemerkt. Du mit deinen 65 Kilo. Also stabil ist das. Ne? Da braucht man sich, glaube ich, keine Sorge machen. Nee, ich habe schon gesagt, wenn ich mir bauen würde, vielleicht würde ich einen Meter länger machen. Weiß ich nicht. Ah. Wir werden sehen. Ja, ja. Ja, ja. Aber das muss ja jeder selbst. Meiner geht ja nicht mehr quer, ne, wie bei dir. Nee, das ist halt, man muss längs machen. Und ja. Ja, vor dem war ein anderer Kran, der war 4 Meter, also hier längs über das Auto. Und da habe ich dann immer Leiter gebraucht zum Montieren, also zum auf der Wiese dann oder bei der Biene. Ja. Und so kann ich das ohne Leiter machen und das war mir ganz wichtig. Ja. Weil die Leiter, die muss ich auch wieder mittransportieren. Ja. Ja. Ne? Ja. Nee, also ich bin da echt, also wo der Alfons mir vor ein paar Wochen geschrieben hat und mir da so ein Bild geschickt hat, da habe ich, also ich meine, es ist, was sagen wir jetzt, Ende Juni, ne? Mhm. Da fährt man auch nicht einfach mal so ins Allgäu. Also ich war da schon richtig interessiert. Allgäu, nein. Da vorne ist der B30 und hinter der B30 fängt das Allgäu an. Also das ist tiefstes Oberschwaben. Habe ich vorher schon einen Fehler gemacht. Ja. Nee. Ja. Allgäu ist was anderes. Das ist was anderes. Ja, gut. Ist aber hier ist auch schön. Ne? Ja, passt schon. Gut. Ja. Sehr schön. Ja. Was fällt uns? Sonst fällt uns auch nichts mehr. Ne? Also wenn ihr Fragen habt, ne, einfach mal in die Kommentare. Viel Spaß am Nachbau und das ist ganz einfach. Also ich verschicke gern die Pläne und die gibt gern Tipps, wie man das nachbauen kann. Das eigentlich, wer schweißen kann, ist das ist ganz einfach. Auch die Lösung hier mit dem Gelenk, das ist ganz billiges Stehlager. 17 oder 18 Euro hat das eins kostet. Kann man alles selber machen. Ja. Ja. Ein bisschen Zeit braucht man schon, ja. Ja, klar, sicher, aber wenn du mal weißt, wie es geht und ist das, nee, wir sagen, das ist kein, da brauchst du keine Drehbank, musst bohren können, musst schweißen können, das, ja, zwei Kabel, rot und schwarze Kabel aneinander schließen können. Ja, das ist, ja, so okay. Fair, das ist genau beschriftet, wo was hingehört. Ja. Ja, und dann habt ihr euren Kran, ne? Ja. Und ich habe mein Winterprojekt. Ja, genau. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das an meinem Auto anbringe. Aber da kommt T4. Zeit, kommt Rat. Du musst hinter an deinem T4 eine dritte Achse einbauen. Ja. Nachläuferachse. Und da setzt du den drauf. Oder wie die Jäger auf der Anhängerkupplung, wie so ein Fahrradträger. Ja, sowas, ja. Also du kannst, immer erkundigt, kannst du einen Meter hinter rausbauen. Ja. Hinter Kennzeichen, kannst du Meter rausbauen. Mhm. Ja, das langt ja, ne? Ja. Das ist ja fast. Ja. Mehr ist das auch nicht, ein bisschen vielleicht. Aber das kann man ja passend machen. Oder der Loch ins Dach schneiden von T4, das ist. Ja, ich meine, das Schönste wäre, den aufs Dach zu bauen, aber ich glaube nicht, dass das Dach das hebt. Da brauchst du einen starken Überrollbügel runter. Das ist. Nee, oder als Schublade oder halt doch ein anderes Auto, ne? Das ist ja. Bei mir glaubst du so langsam mal. Wenn so ein Dachträger, der haltet so viel, der kann nicht so viel Gewicht halten. Nein, ich glaube 70 Kilo oder sowas. Naja, oder so ein Dach. Ja, da kommt dann das Eigengewicht, da brauchst du ja keinen Fuß mehr, aber das kommen deine Kräfte. Aber da fängt schon an, wenn du keinen Fuß mehr hast, wo machst du diese Hangausgleichung oder den Neigungsausgleich? Ne? Du brauchst ja den. Du brauchst, so, ja, stimmt, du brauchst ja einen Fuß, brauchst ja irgendwie. Stimmt, Das braucht. Ja, oder für Flachländer ist das halt. Kannst du einen Fahrradanhänger drauf bauen. Ja. Nee, du brauchst halt die Abstützung, weißt du? Ja. Ja, dann würde ich sagen, oder? Sonst ja, das, dann würde ich sagen, ich mache hier noch 2-3 Aufnahmen, wenn ich darf, hier, vor allem von dem hier. Und dann bedanke ich mich. Gerne. Ja. Sehr schön hier. Hat mir Spaß gemacht. In Oberschwaben, gell? Sebastian, ja ein bekannter Funk und Fernsehen. Das ist ja eine Ehre, wenn uns eins mal mit so einem Kerl zusammenkommt, gell? Nee, für mich ist es eine Ehre, hierher zu kommen. Danke. Sehr schön. Nee, hat mich echt gefreut hier bei dir. Sehr, sehr schön. Gut. Ja, okay. Also, Fragen? Machen wir irgendwas in die Videobeschreibung, wo ihr euch melden könnt oder in den Kommentaren. Vielen Dank. Ja.
get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, you put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Wynn. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Your friend, you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never.